wird. Meine Kollegin, die Frau Regine Gattreicher und ich selbst zu Wiener Reisinger werden Ihnen jetzt kurz, sehr prägnant, das Schwerpunktfach strategisches Management vorstellen. Diese Marken kennen Sie wahrscheinlich alle. Aber was macht diese Unternehmen so erfolgreich? Was glauben Sie, zeichnet sie aus? Das ist eine Idee, wie vielleicht bei Apple, dass jemand eine gute Idee gehabt hat, oder? Super toll, alles läuft. Ist es vielleicht eine Strategie, wie bei Red Bull, oder diese Premium-Markenstrategie, die dual beschwebt? Ist es Glück? Was ist es? Wir glauben, es ist vieles. Und die Antwort darauf ist sicher nicht einfach. Aber das sind genau die Themen und die Fragen, mit denen wir uns im strategischen Management auseinandersetzen. Es ist auf alle Fälle einmal etwas mit Strategie. Die meisten von Ihnen waren ja schon im Grundkurs Strategie und wissen, eine Strategie ist etwas, das macht ein Unternehmen erfolgreich. Denken wir nur an ein Unternehmen wie eben Red Bull, das ich gerade gesagt habe. Diese Premium-Markenstrategie, die sich durchzieht, ob die Dose im Energy-Drink, ob der Sprung vom Baumgartner, ob Formel 1 oder Servus TV. Diese Premium-Markenstrategie zieht sich durch. Und was ist mit McDonald's? McDonald's ist doch wirklich extrem gut in Prozessen und Organisation. In ihrer Kultur. Aber auch denken Sie, wie gut McDonald's die Anforderungen von Markt und Umwelt berücksichtigt. Die versuchen zum Beispiel mit zusätzlichen Salatangeboten dem Trend und dem Bedürfnis nach gesünderer Ernährung etwas besser gerecht zu werden. Sag Hofer. Kennen Sie Hofer? Jeder, oder? So ist es ähnlich fast wie Red Bull. Jeder kennt Hofer, ja? Aber jetzt nicht, weil das eine Premium-Markenstrategie ist, sondern es ist eine Low-Cost-Strategy. Und die haben wirklich die Struktur, die haben die Organisation, die haben die Unternehmenskultur, die haben die Kernkompetenz, das auf die Füße zu bringen. Ja? Und im Endeffekt, das hat ihnen keiner wirklich zwar nachahmen können, aber es ist keiner so erfolgreich gewesen wie Sie. Sie haben aber auch ein gutes Marketing. Denken Sie, wie langfristig und beständig, wie simpel und einfach Ihre Marketingstrategie ist. Und seit Jahren gleich. Ja? Auch das zeichnet Hofer aus. Es braucht wahrscheinlich, summa summarum, vieles, wie die Frau Gattinger bereits gesagt hat, das Unternehmen erfolgreich macht. Es ist nicht nur das eine oder das andere. Es ist wahrscheinlich eine stimmige Konfiguration. So wie ein Computer nur dann funktioniert, wenn er konfiguriert ist, funktioniert ein Unternehmen nur dann, wenn die einzelnen Aspekte aufeinander abgestimmt sind. Und wie kommt man jetzt zu so einer erfolgreichen Strategie? Relativ einfach. Erstens einmal kann man bei uns das Schwerpunktfach strategisches Management besuchen. Da sozusagen lernt man alles über diese sieben Elemente, die wir gerade beschrieben haben, und sieben Perspektiven. Noch dazu gibt es jetzt im Wetter ein Buch von uns, wo wir das auch alles beschreiben, auf gut 200 Seiten. Und da beleuchten wir nicht das so simplifiziert, wie es in manchen Handbüchern ist, das tun wir auch im Schwerpunktfach nicht, sondern wir beleuchten die sieben wichtigsten Perspektiven des strategischen Managements, die zur Folge von Experten heute zu Erfolg führen. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Strategieprozess erfolgreich gestalten. Das heißt, der Weg in Ihrem Unternehmen, wie Sie zu einer Strategie kommen. Das heißt, von der strategischen Analyse über die Strategieformulierung und Implementierung bis zur strategischen Evaluierung. Dazu gibt es jetzt mehrere Lehrveranstaltungen. Der idealtypische Studienverlauf, den sehen Sie hier. Man beginnt wie überall im Leben mit Grundlagen. Ja, also das ist einmal das Basic-Wissen. Allerdings machen wir das so, dass Sie das ist das Besondere wahrscheinlich an diesen Lehrveranstaltungen, dass Sie Methoden und Instrumente gleich anwenden dürfen und für sich selbst nutzbar machen können. Mit einem Wort, dass Sie selbst bereits erfolgreicher werden in Ihrem Studium, in Ihrer Arbeit, was auch immer es ist. Vertiefen können Sie diese Grundlagenerkenntnisse dann in der IK-strategisches Management Unternehmensanalyse und in IK-strategisches Management Branchenanalyse. Das Besondere an diesen Lehrveranstaltungen ist, dass Sie hier bereits Projekte mit der Praxis machen. Das heißt,
die Tools, Instrumente, Methoden, die Sie in der Theorie kennengelernt haben, können Sie hier schon wirklich in der Praxis auch anwenden. Ja, und dann folgt ein Integrationsseminar für jene, die das mit einer Bachelorarbeit verbinden wollen. Die können das gerne auch schon hier verbinden mit einer Bachelorarbeit. Für jene, die noch im Diplomstudium sind, die können dann anschließend eine Diplomarbeit machen bei uns und sagen, hier ihre eigene Arbeit, ob mit der Praxis oder ohne Praxis, im Schwerpunktfach strategisches Management absolvieren. Abgeschlossen wird unser Fach dann mit der schriftlichen Fachprüfung. Da werden alle gelernten Inhalte, also keine zusätzlichen neuen Inhalte, sondern die Sie bereits kennen, noch einmal abgeprüft. Wie unterrichten wir? Das wird Sie wahrscheinlich jetzt noch interessieren, beziehungsweise was sind so Anforderungen bei uns? Unser Credo ist Vielfalt. Ja, also das drückt es wohl am besten aus. Ja. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass wir selbst immer Interesse am Neuen haben, an vielfältigen Anforderungen haben. Das reicht jetzt von einer ganz klassischen Seminararbeit bis hin zu einer Take-Home-Klausur. Das reicht von diesen Praxisprojekten, geht das über Fallstudien bis hin zu diversen Veranstaltungen, die wir machen. Also es ist sehr, sehr vielfältig. Außerdem ist uns die intensive Auseinandersetzung mit den verschiedenen Themen und natürlich mit Ihnen wichtig. Das heißt, kritische Diskussionen, Fragen, die kritische Hinterfragung aller Instrumente und Methoden ist uns besonders wichtig. Wir haben gesagt, im strategischen Management gibt es keine einfachen Lösungen. Aus dem Grund ist uns diese Vielfalt so wichtig und die zeigt sich auch im Team. Sie sehen hier das interne Team in Fotos. Die anderen stehen sozusagen nur klein darunter. Wir haben zahlreiche Experten aus der Praxis, die bei uns unterrichten und ihr vielfältiges Know-how und ihre unterschiedlichsten Backgrounds einbringen. Ja, Sie haben gehört, das Team ist sehr vielfältig. Was uns aber eint, das ist einerseits natürlich breites theoretisches Know-how, aber auch umfassende Praxiserfahrung. Das heißt, alle von uns haben Praxiserfahrung in unterschiedlichen Branchen, in unterschiedlichen Fachgebieten. Das stellt sicher, dass wir Ihnen einerseits theoretische Erkenntnisse, aktuelle theoretische Erkenntnisse vermitteln, aber dass diese Erkenntnisse auch hohen Praxisbezug und hohe Praxisrelevanz haben. Ich glaube, was uns wirklich eint, ist, dass wir alle ein hohes Interesse an Strategie haben. Ja, es ist uns einfach lustig, uns stundenlang über Strategie und strategisches Management zu unterhalten. Und manchmal ist einfach der Tag zu kurz und er könnte noch viel länger sein und wir würden wieder weiter diskutieren. Ja, gut. Gibt es von Ihnen Fragen? Das war jetzt sehr prägnant. Wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich mich darauf freuen, Sie vielleicht schon heuer bei uns begrüßen zu dürfen, damit wir mit Ihnen gemeinsam wieder die Welt des strategischen Managements entdecken. Schauen wir, ob Sie im Vorzimmer sind. Dankeschön.